Hallo Freunde, hallo YouTube. Heute ein kleines Review über ein kleines Taschenmesser einer Schweizer Traditionsfirma. Ein kleines Taschenmesser, das liegt hier vor euch. Das ist das Wenger Evolution. Ich glaube, auf der Verpackung steht, na Fokus, hast mich. Ja, auf der Verpackung steht Evolution 565. Und ja, ein kleines, gefälliges Taschenmesser. Ich glaube, es wiegt nicht einmal 40 Gramm. Hier mit diesen, ja, Griffschalen, so diesen ergonomischen Griffschalen. Also der Hauptwort wäre jetzt hier Griff. Also schmiegt sich so richtig der Hand an. Also quasi aus der Evolution-Reihe. Und kurze Geschichte zu diesem Messer, wie ich dazu gekommen bin und vielleicht auch eine kleine Kanalempfehlung. Der Dirk, sei mir gegrüßt, wenn du das Video siehst. Der Dirk vom YouTube-Kanal Knife is Knife. Ich schreibe euch den Link unten hin. Hat vor Weihnachten 2016 zu einer kleinen, ja, Verlosungsaktion aufgerufen und mit dem erzielten Eingang dieser Verlosungsaktion wollte er ein örtliches Tierheim unterstützen. Dem bin ich gern nachgekommen und habe halt auf dieses kleine Taschenmesser hier geboten, für einen guten Zweck, wie ich finde, und somit hier den Dirk unterstützt. Möchte auch jetzt kurz Werbung für Dirk seinen Kanal machen, also quasi eine Kanalempfehlung. Schau doch mal bei ihm vorbei, er stellt Victorinox-Taschenmesser vor, hauptsächlich Victorinox-Taschenmesser, ab und zu mal ein Winger, ganz selten. Dirk, sieh mir's nach, in Spyderco. Freut mich immer, wenn der Dirk auch in Spyderco mal vorstellt. Also, vom Dirk vom YouTube-Kanal Knife is Knife, unbedingt mal vorbeischauen. Und jetzt gucken wir uns geschwind nochmal dieses Wenger miteinander an. Kommt hier so in diesem Umkarton. Wenger wurde ja jetzt von Victorinox vor geraumer Zeit übernommen. Name habe ich glaube schon gesagt, Wenger Evolution 565. Also man bekommt es noch für einen schmalen Taler, darf man dann so sagen. Packen wir es doch geschwind zusammen aus oder machen es geschwind zusammen auf. Was mich hier freut, ist, dass hier eine andere Klinge als wie bei einem Victorinox Taschenmesser hier vorsteht, sage ich mal. Amerikanisch nennt sich die ganze Sache, glaube ich, Clip-Point-Klinge. Ich sage halt immer Hechtklinge dazu. Der Dirk hat so einen netten Namen dafür gefunden, der rote Hecht. Also es ist schon mal was anderes. Wenger bezeichnet es in der Gebrauchsanweisung Spezialklinge, aber da nun mal das Messer, die Messerbezeichnung immer mehr amerikanisieren, ist es eine Clip-Point-Klinge. Auf Deutsch sage ich jetzt eine Hechtklinge. Man könnte auch Bowie-Klinge dazu sagen. Finde es immer ganz nett. Läuft ziemlich spitz zu. Und ist auch dementsprechend ab Werk scharf angeschliffen. Des Weiteren haben wir hier noch ein für Bastler oder sonstige Handwerker einen kleinen, ja, wie nennt sich das, Kreuzschildschraubenzieher. Und hier das Wenger, sage ich jetzt mal. Multi-Handwerkstool oder Multi-Werkzeug, also quasi so eine, ja, eierlegende Wollmilchsau. Finde es eigentlich recht gut gelöst. Hier ein Drahtabisolierer, hier wo der Dorn ausläuft, das dürfte hier quasi die Verlängerung zum Dosenöffner sein. Dann haben wir hier noch nee, ein Schraubendreher, Schraubenzieher, wie jeder will. Und hier ist noch der Kapselheber.
mit integriert. Manche nehmen das auch hier so um, ja, vielleicht um so eine Achterschraube zu festzuziehen oder zu lösen. Es geht auch mit diesem kleinen Taschenmesser. Und dann sehr gut versteckt und sehr bündig in den Griffschalen mit angelegt eine Pinzette. Jetzt habe ich fast gar keine Fingernägel, um die rauszubekommen. Eine Pinzette und ein Zahnstocher. Hier haben wir den Zahnstocher und hier haben wir die Pinzette. Na komm. Die Pinzette hier bei den Wingern ist aus, ja, aus Vollblech, also die sind nicht zusammengeknipst, wie bei den Victorinox, bei den Victorinoxen. ja, ich kriege es jetzt leider nicht raus, aber ihr seht es ja, die Pinzette ist mit dabei. Mir fällt da jetzt einfach, ja, hier ist sie. Hier ist die Pinzette, für alle Fälle. Die Klingenlänge bei dieser Hechtklinge so 6,4 cm. Wenn ich hier das Victorinox Spartan dazu lege, ist diese Klinge ein kleines bisschen größer. Wie gesagt, ich denke, das Messer, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, das Messer hier wiegt keine 50 Gramm, vielleicht auch keine 40 Gramm. Also so ein schönes für die Jeans, für die fünfte Tasche der Jeans, vor in die Tasche zu legen. Also es fällt fast gar nicht auf, dieses kleine Taschenmesser. Also muss nochmal sagen, sehr gefälliges Messer. Vielleicht sollte man es sich noch zulegen, solange es noch einen Originalwinger gibt. Es ist noch ein Originalwinger, hier steht noch Winger Delmont, Switzerland. Und hier ist die Bezeichnung 565. Ja, ist alles mit dabei. Ja, vielleicht hat man dann noch die Gelegenheit, sich noch ein kleines Winger zu holen, Originalwinger, wie gesagt. Das war's kurz mit meinem Dank an den Dirk. Er hat mir das in einem, ja, dieses Wenger hier zukommen lassen und nicht nur dieses Wenger, es war ein, ja, sehr schönes Päckchen von ihm, war sogar eingepackt in Weihnachtspapier, die ganze Sache. Und wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, schaut auf seinem Kanal vorbei, ist immer recht amüsant. Und ja, das war's von mir, von Micha, dem Indoranger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Servus.